Und damit willkommen zurück zum Fußballmanager 13. Ja, nach dem 7:1 Kantersieg zu Hause gegen RB Leipzig. Ein weiteres Auswärtsspiel. Wir sind zu Gast beim KSC. Und sofort geht's los. Ja, egal. Angriff nicht richtig zu Ende gespielt. Aber jetzt Kempe auf Nazarov. Auf Hofer. Oder Hoffer. Und, oh, sofort verletzt. Zumindest sah es gerade so aus, auch wenn er jetzt hier schon wieder steht. Naja, wird sofort ausgewechselt. Nicht so guter Start, aber auch dem fairsten Team der Liga kann das mal passieren. Krebs. Krebs! Abseits. Ja, doch. Doch, er schon, ja. Bei den anderen beiden, da hätte ich meine Hand nicht für ins Feuer gelegt. Aber gut. 24. Spieltag, Leute. 10 Spiele sind es hier nach noch. Wenn ich die jetzt richtig gerechnet habe, ja. 24. sind, wär's. Mit dem 24. Spieltag sind es noch 11. Also hiernach noch 10 Spiele in dieser Saison, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga. Und natürlich noch mindestens ein DFB-Pokalspiel. Jetzt Bertels vorne auf Broschwitz. Ball nach vorne auf Lakic, der Mann des Spiels gegen Leipzig. Stoppelkampf wird gefoult. Freistoß für unsere Paderborner. Ah, schöne Chance. Schade. Naja, gut. Jetzt Nazarov. Spielt hoch auf Lorenzen. Lorenzen. Oh, ja. Abgefangen jetzt Lakic. Nach vorne zu Stöger, dem Ballverteiler. Auf Backa. Ne, auf Brückner war das. Naja, egal. Egal, Ballverlust. Traut auf Yamada. Hoch auf Lorenzen. Abseits. Ich will immer Lorenzen sagen, aber dabei ist es ja Lorenzen. Sonst klingt es ja auf gut Deutsch beschissen. Aber genug geschwafelt. Stöger verliert den Ball an Meffert. Jetzt. Ja, Lorenzen. Ich hab's mit dem Namen heute. Oh. Ich hätte jetzt gelacht. Auch wenn es ein Tor gegen uns wäre, aber das wäre Tor des Monats im wahrsten Sinne. Jetzt wieder Stöger. Hoch auf Lakic. Auf Proschwitz. Na, guter Versuch. Orleshausen. Langer Abstoß ins Mittelfeld. Yamada kann sich nicht durchsetzen. Stöger gibt weiter auf Stoppelkamp. Wieder Bakalorz. Jetzt auf Lakic. Lakic. Schade. Bakalorz. 20 Minuten gleich gespielt. Bordon gibt wieder an Bakalorz. Und der pölt das Ding ins Aus. Karlsruhe mit 60% Ballbesitz. Oh. Na egal. Wir müssen nicht den meisten Ballbesitz haben. Lakic. Ach. Wieder viele Ballverluste. Jetzt Stöger. Auf Proschwitz. Der ist frei. Und die Chance vergeben wir. Lorenzen. Dribbel nach vorne. Ist links frei. Einer steht noch vor ihm. Ja, und pölt das Ding auch ins Niemandsland. Ja, 24 Minuten. Auch ein Spiel, was am Anfang von vielen Fehlern geplagt ist. Aber gut, so hat das Leipzig-Spiel ja auch angefangen. Also alles gut. Jetzt Stöger auf Broschwitz runter in den Lauf von Brückner. Der zieht in die Mitte. Ja. Wird nix. Gut, jetzt wieder Stöger. Legt auf für Meffert. Und Gegenangriff vom KSC. Lorenzen ist durch auf der linken Seite. Gibt den Ball aber auf Bertels. Also vergibt den Ball zu Bertels. Oh, Bakalorz. War ein gutes Foul gerade. Beziehungsweise gutes Tackling. Wurde ja nicht gepfiffen. Lakic jetzt frei. Und zu flach. Zu ungefährlich. Sorry, wenn ich zwischendurch mal übersteuere. Ich versuche das, soweit es geht, im Rahmen zu halten. Auch in der Nachbearbeitung. Jetzt wieder Lakic. Dribbelt sich, ja, ins Nichts und verliert den Ball.
Nazarov vorne auf Guaida. Guaida? Guaida? Keine Ahnung. Egal. Proschwitz. Auf Brückner. Brückner frei. Oh. Versucht Brückner das Ding oben rechts ins Eck zu zirkeln, aber Brückner ist kein Torschütze im Normalfall. Jetzt wieder Brückner, gibt hoch auf Proschwitz. Schönes Roulette. Und wieder ein Versuch. 36 Minuten gespielt. Wir drücken aufs 1-0, aber die Schüsse sind alle zu ungefährlich. Stoppelkamp. Vergibt an Meffert. Jetzt, ja, den Namen konnte ich gerade nicht genau lesen. Yamada auf Nazarov, der durch ist. Und, ja, ich wollte gerade sagen, schon das zweite Mal, dass sie durch sind. Aber im Abseits. Na gut. Gott sei Dank. Das wäre sonst, ja, gilt dann Gott sei Dank nicht als Chance. Also, alles noch im grünen Bereich. Bakalorz hoch zu Lakic. Ja, und verliert den Ball an Gordon. Und der verliert ihn wieder zurück. Stöger auf Proschwitz. Und der ist eiskalt. Der Fehler wird bestraft. Direkt mit dem 1-0 von Nick Proschwitz. Unser Goalgetter, er trifft wie am Fließband. Zack, umgeschalten und dann unten links. Auch mal flach. Müssen nicht immer diese Kunstschüsse in den Winkel sein. Ja, recht spät gefallen, aber trotzdem mit einer Führung in die Pause. Hoffe ich zumindest mal. Ja, doch. Jetzt ein Jeng. Hau das Ding weg. Bakalorz auf Stöger. Jetzt sind wir wieder bei Proschwitz. Lakic. Der ist durch. Und wieder so ein Kunstschuss zum 2-0. Das ist dann natürlich bitter für den KSC. Dribbelt sich am Verteidiger vorbei und zirkelt das Ding wunderbar in den Winkel. Wahnsinn. 2-0. Komm, kommt unser obligatorisches 3-0 noch zustande? Nein. 2-0 zur Pause. Drei Schüsse aufs Tor, zwei waren drinne. Läuft. Business as usual. Obwohl Hoheneder eine 4,0 ist schon, ist nicht so pralle. Aber egal. Gewinnen sollen wir das Ding. Lakic, den motivieren wir nochmal. Hat im letzten Spiel besser gespielt. Aber gut, man kann ja auch nicht jedes Mal 4 Tore schießen. Stoppelkamp wird motiviert. Er wird motiviert. Wen haben wir sonst noch? Er kriegt eine Massage. Wer noch eigentlich hier? Lakic ebenfalls. Ja. Ja, und Stöger auch. Einen können wir noch motivieren. Ein Cenk, der kann mal eine Motivation wieder gebrauchen. So, Leute, zweite Halbzeit. Macht die 3 Punkte fest. In der englischen Woche ist sowas immer gut. Vor allem gegen Greuther Fürth wird fitnessmäßig ein bisschen zu Problemen kommen können. Aber müssen wir uns auch vielleicht schon mal dran gewöhnen. Aber auch nur vielleicht. So, Proschwitz. Was hat der im Mittelfeld verloren? Egal, Lakic. Lakic. Schöner Schuss. Aber gut pariert von Orleshausen. Jetzt Lorenzen. Guten Jeng. Da hat die Motivation was gebracht. Jetzt in die Mitte. Ja, bleibt auf Außen. Vorlage zählt von Jeng. So muss das. Proschwitz. 3-0. Und 29. Ligator. In dieser Saison. Steht vor seinem 30. Ligatreffer. Schönes Ding. Schönes Ding. Schöne Vorlage. Und das soll es gewesen sein. Ich hatte jetzt so die Befürchtung, dass wir jetzt wieder das 1-2 kassieren. Aber, also dass halt wir wieder einbrechen wie vor ein paar Spielen noch. Und dann halt Gegentore fressen wie sonst was. Also unnötige Gegentore wie sonst was. Aber gut, jetzt Nazarov auf Krebs. Kann sich behaupten, es bringt den Ball zu Yamada. Der vertändelt den Ball. Jetzt Brückner. Auf Proschwitz. Der, na, verdribbelt sich, bleibt aber am Ball.
Wow, komischer Ball zu Lakic, aber der verliert den Ball. Jetzt wieder Hoheneder. Auf, jetzt Stöger. Abseits. Ja, doch, beim Abspiel stand der Spieler im Abseits. 57 Minuten gespielt. Es läuft alles nach Plan, so wie es sein soll. Das nächste Spiel könnte etwas interessanter werden, da unser Lauf dann durch Rotation doch wieder etwas verändert wird. Wir spielen ja jetzt seit 3 Spielen mit derselben Aufstellung. Und solange man keine englischen Wochen hat, kann man das ja auch so durchziehen. Das ist dann sehr förderlich. Abseits. Nur jetzt, wenn wir die Aufstellung wieder verändern, das ist dann, wenn man eine Nuance im ganzen System verändert, dann kommt man so ein bisschen ins Stocken. Das haben wir hier auch schon ein, zweimal gehabt in diesem Projekt, in dieser Saison auch. Schöner Ball zu Proschwitz, der kann sich nicht durchsetzen. Ja, 61 Minuten gespielt, es bleibt bis jetzt beim 3:0. Lakic, schön und Kunstschuss, 4:0. Lakic ist aktuell in einer Form, in der ja auch Proschwitz noch gefährlich werden kann. 9 Punkte Vorsprung aktuell vor den anderen. Ja, es läuft einfach. Ich bin gespannt. Greuther Fürth wird interessant, wie wir mit so einer englischen Woche dann jetzt klarkommen, während so einem Lauf. Nazarov runter auf Greuther, der nicht den Anschlusstreffer machen kann. 66 Minuten gespielt. Wir warten die Ecke mal noch ab und dann können wir auch wieder durchwechseln. Nice. Heuer Fernandes ist zur Stelle. Proschwitz mit einer 1. Lakic mit einer 2. Die bleiben alle. Stoppelkampf wird wieder für Uali ausgetauscht. Rafa, den tauschen wir auch aus gegen Hauke Wahl. Ja, und dabei belassen wir es auch, würde ich sagen. Ja, 2 Wechsel reichen. Wie gesagt, einen Wechsel behalte ich mir immer gerne in der Hinterhand, falls sich jemand verletzt. Krebs. Runter auf Lorenzen. Jetzt wieder nach vorne auf Guaida. Der frei steht und na, Nazarov ist nicht schnell genug. Jetzt umschalten. Stöger auf Lakic. Hoch. Ja, nicht dahin. Ich meinte eigentlich links auf den Flügel. Egal. Yamada kann sich durchsetzen. Schönes Solo. Guaida ebenfalls. Wow. Ja, sie machen zu wenig aus ihren Aktionen. Es müsste nicht 4:0 stehen, aber gut. Ich will mich auch nicht beschweren. Es sind wieder 3 Punkte auf unserem Weg durch die zweite Liga. Schlussendlich geht es ja auch darum, ne, vielleicht den Zweitligatitel dann abzustauben. Und das wäre schon etwas. Und je früher wir das vielleicht vollenden könnten, desto besser. Aber jetzt erstmal gucken. Proschwitz, oh, schönes Solo. Lauf weiter, Jung. Und so eine Chance. Schön, komm. Wird dann doch noch genutzt. Durch Proschwitz. Er korrigiert seinen eigenen Fehler. Sein eigenes zu lange Zögern und zu schlecht Abschließen. Mit einem solch präzisen Abschluss. 5:0. Die zweite Liga ist, ja, überholt. Also wenn wir im selben Rhythmus spielen können, ist das hier eine entschiedene Kiste. Also auch mit den restlichen Spielen vor der Brust. Es wird jetzt halt wichtig, wie wir uns in der englischen Woche verhalten. Aber selbst wenn dann eine Niederlage noch dazu kommen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch viel einbricht, die ist sehr gering. Wenn man sieht, mit was für Ergebnissen wir jetzt hier schon seit 2-3 Spielen nach Hause fahren, das ist beeindruckend. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass es der 3D-Modus ist, aber ich bleibe bei meiner Meinung oder bei meiner Einstellung. Wenn das Spiel schwieriger sein möchte, dann sollte es auf einer Engine programmiert sein und nicht auf gefühlten 3 oder 4 Stück. Bezug auf Textmodus, 3D-Modus, Sofortberechnung und diese komische andere Konferenz, die es dann auch gibt. Proschwitz setzt das Ding ans Außennetz.
Das ist aber auch nicht schlimm. 5:0. Da ist mir sowas recht egal. Sorry, ich habe die Auswechslung geskippt. Ach Mensch, es wird einfach... Eigentlich die nächste Saison würde wesentlich interessanter werden, aber die werde ich etwas anders präsentieren. Dazu dann aber nach dem 34. Spieltag mehr. Jetzt Lakic, um mal wieder zum Spiel zurückzukommen. Schön auf den Flügel zu Ouali. Kann er sich nochmal irgendwie in Szene setzen? Sich vielleicht für einen Stammplatz empfehlen. Ja, mit solchen Zaubereien da auf dem Flügel, die zu keinem Ertrag führen. Naja, eher weniger. Vorbei. 5:0. Auswärtssieg. Schade, dass wir eine englische Woche haben. Dieser Lauf, der ist Wahnsinn. 8:3 Torschüsse, davon 5 reingegangen. Wahnsinn. Da juckt auch nicht die 48% Ballbesitz, die wir weniger haben als Karlsruhe. Ja Leute, 24. Spieltag, 5:0 Auswärtssieg. Was soll man dazu jetzt sagen? Lakic 2 Tore, Proschwitz 3 Tore, wieder ein Hattrick, wieder der Spieler des Spiels, 1,0, Lakic dahinter mit 1,5, Stöger ebenfalls eine 1,0, hat 2 Vorlagen gegeben, Proschwitz eine und Jeng auch nochmal 2, also auch eine 1,0, das ist vom Allerfeinsten. Schüsse aufs Tor, ja, 8:3. Hier haben wir jetzt plötzlich wieder 55% Ballbesitz und deswegen finde ich diese Statistiken einfach der letzte Witz eigentlich. Aber gut. Zu den Ergebnissen. Karlsruhe verliert, wie gesagt, 0:5 zu Hause gegen uns, gegen den SC Paderborn. Kaiserslautern verliert 0:1 gegen 1860 München. Oh, sie können wieder einen Sieg landen. Leipzig spielt 1:1 gegen Heidenheim. Düsseldorf gewinnt jetzt auch mal wieder 4:0 und zwar gegen Bochum. Greuther Fürth spielt 1:1 gegen Union Berlin. St. Pauli verliert 0:4 gegen Braunschweig. Sandhausen verliert 1:2 gegen Nürnberg. FSV Frankfurt gewinnt 3:0 gegen Duisburg. Und Bielefeld verliert 1:2 gegen den SC Freiburg. Ja, es bleibt dabei Duisburg und auch Sandhausen auf den Abstiegeplätzen, auf den Abstiegsplätzen. Meine Güte, ist doch nicht so ein schweres Wort. So, aber auch schon mit deutlich Abstand zum Relegationsplatz. Also ich glaube, das ist... Aber da muss schon viel passieren, dass die hier nochmal rauskommen. Wir dafür oben, ja, mit 8 Punkten Vorsprung auf Nürnberg. Passt. Bin ich sehr mit zufrieden. Gehe ich mit. Also kann man so lassen. Aber was soll ich auch anders sagen? Soll ich mich beschweren? Gut, Spieltagsstatistiken. Proschwitz, Brückner und Bacalords und ein Jeng in der Elf des Tages. Teamleistung wieder auf Platz 1. Bester Spieler weiterhin Proschwitz. 30 Ligatore, 18 Vorlagen. Tore pro Spiel 1,3, das ist Wahnsinn. Ach, ich bin glaube ich letztes Mal gar nicht. Doch, Fair Play bin ich jetzt auch nochmal, gehe ich jetzt auch nochmal rein. Immer noch die fairste Mannschaft. Duell gehe ich eigentlich recht selten rein. Stöger gegen Nazarov. Und ja, 1:0, 1,0. Stöger klar gewonnen. Ja, das sind solche netten Nebenstatistiken. Er ist ein Spieler des Monats. Marco Reus. Glückwunsch, Glückwunsch. So, ja, englische Woche. Es geht sofort weiter zu Hause gegen Greuther Fürth, gegen den Tabellenzehnten. Mal schauen, wie sich unsere Spieler regenerieren. Schalke immer noch mit 4 Punkten Vorsprung vor den Bayern. Interessant, interessant. Ist es ein Nachteil, als nie ein Star gewesen zu sein? So. Ja, Family bei plus 1. Jo, kein Thema. Beste Newcomer. Nö, haben keine. Wir konnten ja keinen kaufen. Wir haben ja kein Geld. Wir haben uns schon wieder gesteigert. 795, Alter. Wir haben uns schon wieder gesteigert, was unsere Gesamtstärke angeht. Wahnsinn. Und wir können die alle nutzen. Ich werde bescheuert. Alle noch frisch, aber wir werden
etwas ändern. Wir werden Saglitch, der sich an eine neue Form hier. Aber ich kann mit. Ey, Leute, ich kann ihn nicht mit so einer Form auf der Bank lassen. Auf die Bank schicken. Kann ich nicht. Eine Form von 18, 17, 19. Stoppelkamp hier, den können wir mal tauschen und. Obwohl, nein, es läuft gerade. Warum sollte ich? Nur weil sie jetzt mal eine 12 haben. Die können sich jetzt ja auch mal hochspielen. Weil, wir gucken mal, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4. Ach komm, nee, in der Kalenderansicht ist das 1000-mal übersichtlicher. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele vor dem Halbfinale gegen Frankfurt. Wenn ich es eben hinkriege. Aber spätestens nach dem Frankfurt-Spiel sind wir total im. Sorry, im Arsch, weil von hier nur 2 Tage Regeneration bis Frankfurt. Puh. Wisst ihr was, da machen wir uns, wartet mal, wir machen jetzt erstmal hier die ganze Management-Geschichte. Da machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist, wenn wir vor dem Frankfurt-Spiel stehen. Ich hoffe, ich denke da noch dran, ne? Ja, ist in Höchstform, ist klar. Trainingsziele erreicht, jo, neue Ablöseforderungen, ja. Was unzufrieden, nach juckt mich das denn? So, weil, wie steht's denn eigentlich aktuell gegen Frankfurt? Ja, sind immer noch auf Rot. Aber, Wahnsinn. Also, gut. Machen wir uns Gedanken nach dem Spiel gegen Union Berlin, wie wir gegen Frankfurt spielen, weil, ehrlich gesagt, das Spiel gegen Frankfurt ist mir, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt relativ schnuppe. Da das Spiel gegen Frankfurt wesentlich mehr Gewicht hat. Mit der Chance, dann ins Halbfinale einzuziehen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man das angeht, weil, ne, im Viertelfinale die Bayern gehabt, das hat funktioniert. Einfach so reinzugehen wie immer. Na, wir werden es einfach so weiter durchziehen. Wenn es klappt, klappt's. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mal schauen. Gut, Leute, an der Stelle sage ich mal danke fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns zu Hause den Kleeblättern ausführt mit der Sportvereinigung Greuther Fürth stellen. Jo, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.